Borussia Dortmund hat den Sprung ins Viertelfinale der Champions League in der eigenen Hand. Im Rückspiel vor heimischer Kulisse gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donetsk reicht den Schwarz-Gelben ein 0:0 oder 1:1 zum Weiterkommen. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, erwartet Trainer Jürgen Klopp keine leichte Aufgabe. Für beide Mannschaften schwer. Wir haben, glaube ich, in dem Spiel gesehen, dass wir nicht grundlos beide weitergekommen sind, sondern dass da richtig hohe Qualität am Start ist. Und es ist keine Entscheidung gefallen. Wir haben den Basis gelegt, genauso wie sie Schachtar gelegt hat. Ich glaube, unsere ist ein kleines bisschen besser, aber das ist auch schon alles. Viertelfinale in der Belletage des europäischen Fußballs. Es wäre das erste Mal seit 15 Jahren für die bisher ungeschlagenen Dortmunder. Damals war der heutige Nationalspieler Mario Götze noch ein Kind. Und einen Traum seiner Kindheit kann er sich nun erfüllen. Ja, ich denke, es ist für jeden Spieler hier in unserer Mannschaft ein Traum, wenn wir eine Runde weiterkommen würden. Für mich persönlich natürlich auch. Ich denke, ich habe in meiner Kindheit oft davon geträumt, möglichst weit in der Champions League zu kommen. Und es ist ein großartiger Wettbewerb. Und deshalb freue ich mich einfach morgen auf das Spiel. Gegner Schachtar Donetsk ist erst seit dem vergangenen Wochenende wieder im Spielbetrieb. Nach dreimonatiger Winterpause gewann der ukrainische Meister sein erstes Spiel mit 4:1. In Dortmund ist man gewarnt vor der Stärke der Gäste. Wir haben im Hinspiel gemerkt, dass sie eine riesen Qualität haben, dass sie offensiv eine sehr, sehr gute Qualität haben, dass sie 2 Tore geschossen haben gegen uns. Und wir durch vielleicht auch einfache Fehler 2 Tore bekommen haben. Aber es wird ein interessantes Spiel. Wir freuen uns darauf und ich denke, wir haben einen ganz kleinen Vorteil zu Hause. Nach dem Aus im DFB-Pokal vergangene Woche wäre eine Qualifikation für die Runde der letzten 8 Balsam für die Seele der schwarz-gelben Anhänger. Und der perfekte Auftakt für die Vorbereitung auf das Revierderby gegen Schalke 04 am kommenden Samstag.